Servus Freunde der Fotografie und herzlich willkommen zu einem weiteren Quick and Dirty Inspo Video von meiner Seite. Und heute habe ich was Schönes, Kreatives und Buntes, was man sofort nachmachen kann. Also würde ich sagen, legen wir gleich mal los. Hier siehst du meine ganzen Materialien, die ich verwendet habe und darunter meine Kameraeinstellungen. Und der Aufbau ist natürlich auch sehr einfach. Ich habe jetzt hier schwarzen Tonkarton als Untergrund, den lege ich auf meinen Tisch. Und dann schnappst du dir einfach zwei Gabeln, die du schön ineinander verzahnst. Also einfach diese Spitzen von der Gabel ineinander stecken. Das ist erstmal das Einfachste. Natürlich kannst du später auch kreative Formen mit mehreren machen. Oder nimmst noch ein Messer dazu etc. Aber so ist es erstmal das Einfachste. Und das legst du jetzt auf die schwarze Pappe oben drauf. Und dann brauchst du zwei RGB-Lichter, wie das jetzt hier. Oder du nimmst alternativ zwei Taschenlampen mit Farbfolie davor. So habe ich früher die Sachen gemacht. Mittlerweile arbeite ich eigentlich nur noch mit diesen Dingern, weil die einfach sehr cool sind. Und da platzierst du eins auf der einen Seite am Ende von der Gabel und das andere auf der anderen Seite. Und das Coole ist jetzt, dass die Gabelspitzen dadurch jetzt in unterschiedlichen Farben leuchten. Zum Beispiel die rechten Spitzen leuchten in grün und die linken in rot etc. Und ich habe das Ganze jetzt einfach noch mit meinem 60 mm Makroobjektiv von Olympus fotografiert. Aber natürlich musst du jetzt auch nicht zwingend mit einem Makroobjektiv heran. Ich fand einfach den Effekt cooler. Du kannst natürlich auch die ganzen Bilder mit dem Smartphone machen. Das ist hier natürlich auch möglich. Und das ist jetzt auch schon alles. Also ich habe dann jetzt noch vom Stativ fotografiert, da ich zum Teil auch ein bisschen länger belichtet habe. Und jetzt kommen meine Ergebnisse. Und ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.